Am Tag nach dem tragischen Tod von Kanuslalom-Trainer Stefan Henze wehten alle deutsche Fahnen an den Wettkampfstätten in Rio de Janeiro auf Halbmast. Damit gedachte die deutsche Olympiamannschaft dem 35-Jährigen. Der Kanuslalom-Trainer war am Montag an den Folgen der schweren Verletzungen gestorben, die er bei einem Verkehrsunfall am frühen Freitagmorgen erlitten hatte.